Ladies and Gentlemen, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft zusammen mit Flo. Was geht ab, Bro? Yeah! Wusstest du, dass Bro und Flo sich rhymen? Wusstest du, dass Easy und Cheesy sich rhymen? So, Freunde, Easy und Cheesy? Nein, da bin ich auch noch nie drauf gekommen. Mann, wo habe ich den Namen denn her? Alles klar, wir werden heute von Pommes angegriffen und müssen unsere heilige Fritteuse, die du da sehen kannst... Was trinkst du denn da schon wieder? Lass deine Melonenkugel stehen. Heute trinken wir nur Bratfett, okay? Das ist unsere heilige Fritteuse. Du kannst sie schon mal aufheben. Guck mal, hier drin ist eine Spitzhacke. Die kannst du dir nehmen. Ich habe da schon mal reingeguckt. Und die heilige Fritteuse safen. Denn beschützt die Fritteuse vor den Pommes. Möge das bessere Fastfood gewinnen. Das ist unser Thema hier. Und was wollen wir bauen für eine Base? Was denkst du? Oh, lass so eine Cheeseburger- oder Hamburger-Base bauen. Yeah, das ist ja voll nice. Guck mal, wir haben auch richtige Burger-Sachen hier drin. Mit Salat und mit Käse und Brötchen. Ich hab die ganzen Fallen. Ja, voll cool. Ja, stimmt, du hast die ganzen Fallen. Oh, lass machen, dass der Ketchup schießt. Das wäre richtig cool. Yes. Wir haben Spikes und die rosanen Blöcke nehme ich mir gleich. Die grünen kannst du haben. Hier, bitte sehr. Alright. Dann lass uns mal anfangen. Okay, wir können erst einmal vielleicht den Boden ein bisschen freiholen. Mach mal das Brötchen. Du machst das Brötchen. Ich mache hier schon mal den Boden so ein bisschen frei. Und du kannst drumherum ja anfangen, hier so ein bisschen Brötchen zu platzieren. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Wie ist ein Burger eigentlich aufgebaut, Flo? Was ist ganz unten? Brötchen. Danach die Brötchen. Jeder weiß, das Fleisch. Ist. Ja, und dann? Dann Ketchup, Nein, Käse? Warte mal, Salat kommt doch unter den Salat, Fleisch. Salat, das Lilane. Der Salat kommt doch ganz unten hin, um das Brötchen zu schützen. Oh, ich habe keine Ahnung, wer ich Ja, sag. Natürlich. Flo hat mal wieder keine Ahnung vom Kochen. Also, wir haben erst wieder das Brötchen oder... Flo... Bist du auch so stolz auf das, was wir geleistet haben? Oh, oh yeah. Guck es dir an. Unser Baby. Unser dickes Burger-Baby. Unser Batzen. Sieht ja nicht lecker aus. Oh, ich will gleich reinbeißen. Eine Hälfte ich esse ist vegan, ihn einfach mal. Die andere Hälfte ist mit Schnitzel. Hör auf, unser Burger zu essen, Flo. Das ist unsere Base. Da müssen wir uns jetzt verteidigen. Die brauchen wir gegen die ganzen angreifenden Pumps, die gleich kommen. Alles klar, Freunde. Ich warum jetzt, sind da Dispenser? Da oben, da ist vielleicht ein bisschen scharfe Soße drin oder so. Mal gucken. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Übrigens habe ich hier für dich deine kleine Ketchup-Falle gebaut. Guck mal hier. Yeah. Geh da nicht zu nah ran, Flo. Ich würde ja, da nicht ja, reinfallen. Was passiert, wenn man da reinfällt? Es sei denn, du willst einen Ketchup baden. Wobei, eigentlich klingt das nach einer ziemlich guten Idee. Okay, wir sehen uns dann später. Dann werde ich zu Tomaten-Flo 44. Stimmt, dann bist du wahrscheinlich rot. Ah, nein, okay. Warte, guck mal hier. Ja. Siehst du es? Ich sehe es. Das Gesicht. Es ist die Augen, den Mund. Ja, stimmt. Und die grünen Haare. Das sieht genauso aus wie du. Ey, stimmt. Ob das mich gar nicht gesagt. Okay. Ich zeige jetzt erstmal den Leuten unsere Base und du kannst in der Zwischenzeit hier draußen alles klar machen. Okay, pass auf, dass die Pommes nicht kommen. Ja, ja, ich baue noch ein paar Sachen hier auf. Wir haben hier jetzt erst einmal unser Burgerlager. Ja, hier können wir nämlich ganz viele Burger uns schnappen und essen. Super, super lecker. Das hier zum Beispiel ein rote Beet Burger. Okay, nicht ganz mein Fall. Dann haben wir hier Cola, weil man muss ja irgendwie die trockenen Burger auch runterkriegen. Ja, aber nicht meine Sachen rausnehmen. Ich nehme deine Sachen nicht raus. Und die Burger immer so kleine Energy-Schub, das ist ziemlich nice. Und das ist unsere Küche hier. Natürlich, jede gute Burger-Base braucht auch eine Küche. Und da können wir hier... Oh, das sind sogar goldene Karotten. Oh, lecker. Okay, die nehmen wir vielleicht auch mit. Da können wir nämlich dann hier mit der Kohle und dem Feuer und so weiter, können wir die ganzen Grills hier anmachen. Ich zeige euch das Ganze mal hier kurz. So, zack. Oh, das Burger sind weg. So, da macht man nämlich hier die Kohle eigentlich drauf. Flo, was hast du gemacht? Sind die Öfen schon wieder kaputt? Du hast die schon wieder kaputt? Nein! Ich habe okay. Das alles mit Bedacht gebaut, okay? Ja, ja, genau. Hat er wieder die Öfen aufgefressen. So, dann haben wir hier Mayo-Soße, Barbecue-Soße, super leckere Sachen. Das war auf jeden Fall die Hauptetage. Jetzt kommen wir hier zu den beiden Zimmern. Ja, nämlich zu Flo's Zimmer auf der Seite hier und zu meinem Zimmer. Hier ist mein Bett, mein Burgerbett. Da oben ist das Brötchen. Da unter mir ist auch ja, ein Brötchen. Ja, als ob man so im Burger ist, oder wie? Ja, und ich bin der Käse. Wegen Easy Cheesy, verstehst du? Okay. So, das hast du schon mal einen Burger mit Melone gegessen? Nee, hab ich nicht. Aber ich habe mal gegrillte Melone gegessen. Das gibt's war lecker. Es gibt's wirklich. Dann haben wir hier heiße Chili-Soßen. Das ist unsere Spezialwaffe. Die werden wir erst am Ende einsetzen. Und als Wichtigstes unsere heilige Fritteuse. Yeah, die steht hier auf dem Dach. Und da werden nur die besten Sachen drauf gegrillt. Wie zum Beispiel goldene Karotten. Oh ja. Flo, ist sie nicht lecker?
machst du? Ich kann keine Melonen drauf machen. Hör auf, Melonen da drauf zu machen. Da gehören keine Melonen drauf. Okay, es ist Nacht auf jeden Fall. Warte mal. Greifen die Pommes jetzt bald an? Oh nein. Wollen wir runterschauen? Oh nein, ich habe gerade schon was gesehen. Sicher? Oh mein Gott! Oh, was? Oh, was zum? Warte, nein. Da mache ich nicht auf. Warte, was? Was machen die Pommes denn? Oh mein Gott, die rennen alle durch unsere Spikes. Yes! Nein, die überleben das. Die überleben das, oder? Oh mein Gott, wie viele Pommes sind das? Warte, aktivier die heißen Chili-Soßen. Heiße Chili-Soße an allen Seiten. Ein paar sind in der Ketchup. Oh mein Gott, sind das viele. Ich werde versuchen, sie in die Ketchup-Falle zu locken. Okay. Oh, da sind schon welche drin. Okay. Oh, wir können die reinschießen. Wasser, einmal MLG und... Oh mein Gott. Ab in die Ketchup-Falle mit euch, kleine Pommes. Oh mein Gott, sind das viele? Nein! Oh mein Gott! No way! Ich muss schneller sein als die Pommes. Ich lenke ein paar. Oh mein Gott! Warte, hier durch, schnell. Kommt rein in die Falle! Fallt rein in die Falle! Ja! Oh nein, hier sind wieder welche! Junge, wie viele sind das, Flo? Wie das nein. ausschaut. Mach doch was! Schieß auf sie! Oh no. Da ist wieder eine Pommes. Die teleportieren sich. Selber können sich Pommes teleportieren, Freunde. Nein. Ich frittiere die. Ah. Stimmt, wir können sie in der Lava. Komm schon, der hier. Was machst du hier? Rein mit dir. Was? Oh mein Gott. Es werden immer mehr. Hast du mich gerade abgeschossen? Wie ist es? Ah. Nein, komm schon. Bist du drin? Ich bin drin. Nein, ich höre die ganzen Pommes da draußen. Dabei sind die doch alle nee, so lecker. Passen durch. Passen wie durch? Die sind durch, verstehst du? Warte mal, wo sind die? Ich geh jetzt hinten runter. Da sind welche in der Falle. Okay. Hier vorne, ich weiß nicht, wo die alle hin sind. Es waren eben noch richtig viele. Okay, da sind noch welche. Haben wir nicht diese kleinen Kanonen irgendwo? Ich muss mal gucken, ob ich die finde. Come on. Wo waren denn die Kanonen, Flo? Oben. Warte, ich geb dir eine. Ah, oben, okay. Alright. Warte, ich komme nach oben. Wir müssen das schaffen. Hier sind nur Eimer. Komm her, ich geb's dir. Ja. Okay, nice. Yes, jetzt werden sie Kanonenfutter werden. Hoffentlich. Mal gucken. Okay, let's go. Pommes, nimm das. Batz, ihr werdet gegrillt. Yes. Okay, ich muss schon sagen, das fühlt sich gut an. Wie viele sind es noch? Drei sehe ich hier noch. Wie viele hast du noch? Du, wir haben ein kleines Problem, wir sehen. Was denn? Ah! Warte, wie ist die denn hier reingekommen? Hey? Runter mit dir! Ja, wir haben vielleicht ein kleines Problem. Wieso? Geh nicht ran. Mann, lass mich vor. Wieso nicht? Hier ist nichts. Geh nicht runter. Oh oh. Nein. Schieß. Nicht runtergehen. Wie viele sind das? Ah! Nein, unser ganzes Wohnzimmer! Nein! Ja, vielleicht habe ich die Tür offen gehabt. Okay, warte. Ich locke sie und du erschießt sie. Komm mit, kleine Pommes! Oh mein Gott! Nein! Oh, wir sind so dead. Nein. Geh in dein Zimmer. Oh no! Guck mal, wir können rüber zu mir, wir haben ein Fenster. Ja, ich weiß. Hauptsache, wir haben keine Fenster nach außen, aber in unserer Base. Ich hab mit dir. Warte mal. Schau mal. Ja. So? True. Yeah, das ist richtig smart. Okay, warte. Mach das hier auch. Let's go. Nimm das, Pommes. Nein. Ich bin runtergefallen. Nein. Ah, weg mit euch. Komm schon. Oh, oh. Schnell weg hier. Ich lock sie in die Falle, Flo. Das wird was. Ich bin mir ganz sicher, dieses Mal... Oh nein, da kommen noch mehr! Kommen die denn alle her? Okay, ich werde sie jetzt sammeln. Das schaffen wir. Dieses Mal schaffen wir es. Und jetzt kommen alle Pommes hier in die Falle. Fallt rein! Yes! Richtig viele. Komm ins Haus! Ich muss die Cola trinken. Gut. Ich komme sofort. Warte. Haben wir die? Yes! Yes, mit Rückstoß, schau mal! Nice! Es sind wieder ein paar reingefallen. Nein, ich sterbe! Oh no. Junge, was machst du? Nice! Junge, was ist das für eine Kanone? Richtig gut. Bam! Haben wir es geschafft? Sind noch Pommes in unserem Haus, Flo?
Ein letzter. Ah, nein! Maxi tot! Ich bin fast tot. Okay, warte, ich glaube, wir müssen unser Haus ein bisschen flicken. Wir haben hier so ein paar Löcher drin in unserem Burger, aber an das sich... Das wurde gegessen. An sich hat die Burger-Base gut überlebt, oder? Warte, nach oben? Was ist oben? Flo, was ist oben? Hier siehst du alle. Hier siehst du, wie die im Ketchup stecken. Warte, was? Ah, da! Ja, super. Guck mal, dann haben wir welche für später. Die machen sich... Nein, Flo! Die machen sich für uns doch schon fertig. Okay. Ich mag gerne Pommes mit Ketchup. Wobei, eigentlich Pommes mit Pommes mit Ketchup. Okay, warte. Hier sind auch noch welche. Spezialfalle. Oh. Aktivieren! Was? Yeah! Spezialfalle! Komm schon! Ich bin alles kaputt sogar. Yeah! Okay, möglicherweise ätzt sich das jetzt bis zum Bedrock gut. Okay. Okay, ist nicht schlimm. Nein! Nein! Oh, Flo, komm da raus! Nein! Okay, das war's dann wohl. Alles klar, es ist auf jeden Fall wieder die Sonne aufgegangen. Flo hat es ja heute leider nicht geschafft, aber wir haben immerhin überlebt mal eine Folge. Das ist ja wirklich unglaublich. Alles klar, Freunde, schaut im EasyMouse.shop vorbei. Checkt auf jeden Fall die super süßen Designs aus. Schaut auf jeden Fall auch bei Flo vorbei. Hast du eine Pommes mitgebracht aus der Hölle, oder was? Alles klar. Esst nicht jeden Tag Pommes, ist nicht gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta!